Herzlich willkommen bei unserem Online-Kindergottesdienst. Ich bin der Liam und ich bin der Amy. Letzte Woche haben wir in den Nachrichten gehört, dass es bald wieder mit der Schule anfängt. Bei mir geht es am Dienstag wieder los. Bei mir vielleicht am Donnerstag. Und wisst ihr was? Wir müssen wahrscheinlich bis zum Sommerferien noch einmal die Woche in die Schule gehen. Juhu! Aber heute geht es erstmal weiter mit der Bibelgeschichte. Wir haben ja schon alle gelernt, dass Gott die ganze Welt erschaffen hat. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Hallo, mein Name ist Christina und wie heißt du? Ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich spiele mit Magneten herum. Hast du schon mal einen Magneten gesehen? Die meisten Dinge aus Metall bleiben dran kleben. Schau mal, siehst du diesen Schraubendreher hier? Er klebt am Magneten. Versuchen wir mal was anderes. Was ist mit der Gabel hier? Klebt sie? Ja, macht sie. Hallo Christina. Hallo Freddy. Was machst du da? Ich spiele mit dem Magneten herum. Die meisten Dinge, die aus Metall sind, kleben dran. Bleibt es denn immer kleben? Eigentlich nein. Wenn ich diesen Magneten nehme, er ist fast derselbe, aber er hat zwei Seiten. Eine positive, die glückliche Seite. Ah. Und eine negative Seite, die traurige Seite. Oh. Wenn du den großen Magneten nimmst und zu der glücklichen Seite gehst, wow, klebt es. Was passiert dann, wenn es auf der traurigen Seite steht? Komm, wir finden es heraus. Wow, warum passiert das? Nun, der große Magnet hat nur eine Seite, die glückliche Seite. Aber wenn er auf die traurige Seite des anderen Magneten trifft, dann ist das so, als ob etwas im Weg wäre. Und das erinnert mich an die Geschichte aus der Bibel. Die Geschichte, da geht es um eine hinterhältige Schlange im großen Garten. Ist das eine wahre Geschichte? Ja. Die Bibel ist Gottes Wort für uns. Und deshalb wissen wir, dass alles, was sie sagt, wahr ist. Bist du bereit, die Geschichte zu hören? Ja, das bin ich. Bist du bereit, die Geschichte zu hören? Lasst uns unseren besonderen Spruch aufsagen. Könnt ihr mich sehen? Ja, können wir. Könnt ihr mich hören? Ja, können wir. Hände auf die Knie, du machst das toll. Es ist Zeit für die Geschichte. Setz dich hin. Gut gemacht. Die Geschichte heißt Der große Garten. Gott machte einen wunderschönen großen Garten für Adam und Eva, um darin zu leben. Es war ein Fluss darin. Es war so ein schöner großer Garten mit Pflanzen, Bäumen, die Gott gemacht hatte. Insekten, Vögel und Fische. Als Gott sah, was er gemacht hatte, war er so glücklich. Gott liebte seine Kinder. Gott machte sie, damit sie ihm ganz nahe sind. Das war von Anfang an sein Plan und dem stand nichts im Wege. In der Mitte vom Garten hatte Gott einen Baum aufgestellt, der einem sagt, was gut und schlecht ist. Gott sprach zu ihnen, dass sie die Früchte von diesem Baum nicht essen und auch nicht berühren sollen. Sonst würden sie glauben, sie würden alles wissen und würden aufhören, Gott zu lieben und ihm zu vertrauen. Und stattdessen würden traurige Dinge passieren. Adam und Eva taten, was Gott sagte. Jeden Tag verbrachte er Zeit mit ihnen und Gott war sehr erfreut. Aber es gab jemanden, der Gottes schönen Garten zerstören wollte. Satan war ein Engel gewesen, aber er wollte mehr als nur ein Engel sein. Er wollte Gott sein. Satan wurde zornig und voller Hass, sodass Gott ihn aus dem Himmel wegschicken musste. Satan verkleidete sich hinterhältig als Schlange und ging in den Garten, um Eva auszutricksen. Wenn Gott dich wirklich lieb hat, dann würde er dir alles geben, was du willst, einschließlich diese Frucht von diesem Baum hier, log er. Diese Frucht macht dich schlau und du wirst so wie Gott sein. Eva dachte eine Weile nach. Sie sah die Frucht, die sah so lecker aus. Sie wollte weise sein und deshalb nahm sie die Frucht und aß sie. Dann gab sie auch Adam davon etwas. Und plötzlich begann sich alles zu verändern. Adam und Eva wurden traurig
Sie versteckten sich vor Gott, weil sie wussten, dass sie etwas Böses getan hatten. Gott rief sie zu sich. Und sie erzählten Gott, was die Schlange sie ausgetrickst hatte und sie die Frucht von dem Baum gegessen hatten, den sie nicht berühren sollten. Gott war so traurig. Alles war kaputt. Sünde und Traurigkeit waren nun in Gottes vollkommene Welt gekommen. Adam und Eva mussten den wunderschönen großen Garten verlassen. Dieser perfekte Ort war jetzt nicht mehr ihr Zuhause. Sie würden nicht mehr so nah bei Gott sein, wie sie es mal waren. Denn zwischen Gott und ihnen war wie ein Hindernis, ein Graben, die Sünde. Aber Gott hörte nie auf, sie zu lieben. Er hörte nie auf, sich um sie zu kümmern. Sie sahen, Gott hatte einen Plan. Einen Plan, um seine Kinder zu retten. Einen Plan, um die ganze Welt zu retten. Siehst du, egal was passiert, Gott liebt seine Kinder und er möchte für sie einen Weg schaffen, um zu ihm zurückzukommen. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Dieser schöne große Garten wurde durch die Lügen dieser hinterhältigen Schlange ruiniert. Das ist richtig. Adam und Eva entschieden sich, Gott nicht mehr zu vertrauen und Sünde und Traurigkeit kam in die Welt. Sie mussten ihr Haus verlassen, was Gott für sie geschaffen hatte. Hat Gott dann aufgehört, sie zu lieben, weil sie Unrecht getan hatten? Oh nein, Gott hat seine Kinder noch lieb. Und er hat einen Plan. Einen Plan, um sie zu retten. Einen Plan, um ihnen zu helfen, ihren Weg zurück zu Gott zu finden. Siehst du, Gott hat einen Retter geschickt. Jesus, unseren Retter, weil er bei seinem Volk sein wollte, obwohl sie missgebaut hatten. Siehst du, Gott hat uns lieb, egal was passiert. Egal was passiert? Ganz egal was passiert. Es ist Zeit für uns nun zu gehen. Danke, dass du heute bei uns warst. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Auf Wiedersehen. Hallo, hier ist Jess. Kannst du dich noch erinnern, was heute passiert ist? Das stimmt. Christine hat mit einem Magneten gespielt, der an Metalldingen klebt. Einer der Magnete hat eine positive Seite. Wir haben sie die glückliche Seite genannt. Und er hatte auch eine negative Seite. Wir haben sie die traurige Seite genannt. Der große Magnet hat nur eine glückliche Seite gehabt. Wenn er der traurigen Seite des anderen Magneten begegnete, konnte er nicht kleben bleiben. Es war, als ob etwas im Weg ist. Wir hörten die Geschichte von Satan, der als hinterhältige Schlange in dem großen, schönen Garten war. Er log Eva an und sagte zu ihr, wenn Gott sie wirklich liebte, dürfte sie alles essen, was sie möchte. So aß Eva die Frucht. So aß Eva die Frucht vom Baum, die Gott ihr verboten hatte, und sie gab Adam davon. Dann änderte sich plötzlich alles. Sünde und Traurigkeit kamen in die Welt. Gottes Kinder mussten den Garten verlassen. Aber das ist nicht das Ende. Gottes Plan war immer, bei seinen Kindern zu sein. Also wollte er Himmel und Erde bewegen, um einen Weg für seine Kinder zu schaffen, damit sie zu ihm zurück können. Seht, wir haben einen großen Gott und er liebt uns. Egal was passiert, sagen wir das zusammen. Wir haben einen großen Gott und er liebt uns, egal was passiert. Gut gemacht. Wie können wir Gott zeigen, dass wir ihn lieben? Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. So, der Kindergottesdienst ist fast vorbei. Aber bevor das Video zu Ende ist, spielen wir wieder ein Spiel. In der Geschichte haben wir ja gelernt, dass Adam und Eva sich von der Schlange ablenken ließen. Kennt ihr schon das Ablenkspiel? In dem Spiel geht es darum, dass man sich angucken muss. Wer zuerst lacht, hat verloren.
wir zu Hause ja auch mit irgendjemandem spielen. Letzte Woche haben wir ja richtig viele Grammassen gelernt. Viel Spaß! Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss! Tschüss!